Might and Magic Legacy angespielt, Nummer 2. Und da steht jemand, mal gucken. Freund oder Feind? Eine Elfe mit einem dicken Stab. Luna. Ihr seht eine wunderschöne blasse Elfe in einer schwarzen Rüstung. Ja, schwarz-weiß. Mitten auf der Lichtung steht. Sie scheint in einer Trance zu befinden und reagiert nicht auf eure Anwesenheit. Nächste Seite. Dann öffnet sie die Augen und plötzlich starrt ihr in zwei leuchtende grüne Pupillen. Euch wird klar, dass sie eine Vampirin ist. Aus Twilight. Einer der unsterblichen Herrscher der Nekromanten. Sie macht keinen feindseligen Eindruck, aber ihr bleibt wachsam. Was sie euch bedeutet, näher zu treten. Klatsch, Vampirelfe. So viel Lärm, so viel Chaos. Ich wollte, dass all das ein Ende hat. Der Mond hat mir zugeflüstert, das Spinnengift zu trinken. Das habe ich auch getan. Und so starb ich und wurde als eine der Akarokos wiedergeboren. Ich habe Harmonie in mein Herzen gefunden. Das jetzt so still und kalt ist wie eine bewölkte Nacht. Aber dafür habe ich den Preis immer während der Schmerzen in meinen Adern bezahlt, die nur durch den Geschmack von frischem Blut gelindert werden könnte. Sie kichert wie ein kleines Mädchen. Es wirkt nicht gerade beruhigend. Da können wir so einen Großmeister Dunkelmagie ausbilden lassen. Okay. Aber da ich niemand mit Dunkelmagie in der Gruppe habe, mache ich mir hier keine Markierung auf die Karte. So, mal hier. Widerstand gegen Erdmagie. Oh, ho, ho. Erdelementar. Elite Erdelementar. Oh, scheiße. Gegen Erdelementar habe ich schon gekämpft, aber noch nicht gegen Elite. Fireball. Widerstanden. Eisblitz. Puh, 3. Oh Gott, wir sind des Todes. So, machen wir erstmal noch ein mehr Erdabwendung. Widerstand. So, dann erstmal Nahangriff buffen. Er hat meinen Schlag abgewehrt. Und die heilen sich. Regeneriert am Ende jeder Runde 5% der maximalen Lebenskraft. Ich glaube, das können wir erstmal vergessen. Ja. Das können wir vergessen. Vergessen wir das. Das ist noch nichts für mich. Laden, ja. Also ich wäre jetzt quasi tot gewesen. So schnell geht es. Aber ich spare mir jetzt mal einfach die Zeit und lade den Spielstand wieder. Dann kommen wir nicht mal in den Dungeon, wo ich eine reelle Chance habe, weiterzukommen. Also reell ist relativ. Naja, ich mache jetzt auch mal eine Aufnahmepause, lauf auf Screen zum Dungeon und dann sehen wir uns da. Bis gleich. So, ich habe mal in einem Forum gefragt, bei Planet 3D Now, ein Hardware-Forum. Was könnte die Antwort sein? Mir wurde gesagt, Geheimnis. Ist das richtig? Nichts geschieht? Oh doch, ich habe... Ja, Dankeschön an die Community von Planet 3D Now für die Hilfe. Und jetzt sehen wir uns gleich beim Dungeon. Bis gleich. In the ghetto, I am in the ghetto. Also was ich hier in der Höhle machen muss, sage ich nicht, weil es könnte was spoilern zum ersten Akt. Ich bin gerade im zweiten Akt und es gibt jede Menge Backtracking. Das heißt, ihr werdet oft wieder in alte Gebiete zurückkehren müssen. Zum Beispiel Quests abgeben, was weiß ich.
Auf jeden Fall, so viel kann ich verraten, hier drin sind böse Nagas, aber das sind sie schon. Aber wenn da jetzt nur die zwei kommen, ja, wäre es nicht ganz so schwer. Weil da vorne bin ich schon mal verreckt. Okay. Defense, Defense. Buffen, Buffen. Voll gebufft und ohne Hirn bieten wir dem Feind die Stirn. Okay. Rüstung zerschmettert. Truff da. Truff, Truff. Aber ich sage, wir machen erstmal die Magierin down oder Priesterin. Oder Heilerin, steht auch dort Priesterin. Weil die geht schneller down. Ja, was machen die für Schaden? Wasser, Wasser. Dann mache ich mal. Luftabwendung? Wasserabwendung, genau. Widerstand. Wassermagie. Trufter, Trufter, Trufter. Huhu. Der ist fast tot. Heilung. Heiltrank. Trufter, Trufter. Also wie gesagt, die Kämpfe in dem Spiel sind oft sehr haarig. Aber ich finde es halt gut und es ist gerade mein Abenteuermodus. Also der einfache Schwierigkeitsgrad. Wenn ich jetzt auf den höheren spiele, da wäre es... Ich will gar nicht wissen, wie schwer das dann ist. Auf jeden Fall sehr schön, dass die echt nicht so ein Easy-Mode-Spiel draus gemacht haben. Wo man mit einem Auge irgendwie durchkommt. Nichts gegen Leute, die nur noch ein Auge haben, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, und da bekomme ich auch Loot, wenn ich Gegner töte. Da habe ich jetzt zwei Tränke bekommen und Gold. Also den Loot bekommt man automatisch. Da muss man sich um nichts kümmern. So, Truff da, Truff. Leuchtende Waffe. Ja, das ist halt so ein typischer Paladin-Angriff. Paladine machen halt keinen Schaden. Das kennen wir noch aus WoW Classic. Da haben ja Paladine auch nie Schaden gemacht. Oh, die ist fast tot. Ich spotte ihn mal, dass er den angreift. Bindet sich mal einen schwachen Mana-Trank. Da werden immer automatisch der stärkste Mana-Trank oder stärkste Heiltrank angezeigt. Nur so als Information. Heilige Rüstung. Ja, habe ich noch wegen Steinrüstung rein. Spotten, Spottmann. Sport. Und man kann ja halt im Nahkampf auch Feinangriffe machen. Das kommt man zum Beispiel in der Early Access nimmer. Ich finde, dass das jetzt gut ist so. Ich habe es zwar nicht gewusst, hätte ich das gewusst, hätte ich noch eine Fernkampfklasse genommen, aber da ich gedacht habe, man kann nur Fernangriffe aus der Entfernung machen und nicht im Nahkampf, habe ich halt nur Nahkämpfer und Magier genommen. Sonst hätte ich mir noch einen Fernkämpfer in die Gruppe getan, aber naja. So, ich raste mal, ich raste. Boah, das war jetzt noch einfach. Da hinten. Sind härtere Gegner. Los. Oh, kann ich die aus dem Fernkampf allein machen? Das wäre gut. So, erstmal nochmal Wasserschild. Ja, ist sehr gut, dass ich die jetzt einzeln machen kann. Aber scheiße, die macht aus der Entfernung viel Schaden, als wenn wir nur im Nahkampf wären. Naja, die ist ja schon... Ach, jetzt habe ich gedacht, da greift jemand von der Seite an, aber es war ja nur die. Jawohl, die packen wir. Ich sehe nichts.
kill you. Was, ich bin noch im Kampf? Wo? Wo? Ach, wahrscheinlich mit den zwei da hinten. Hm. Naja, da muss ich wohl dahinter und die noch töten. Oder sie mich. Als letztes Mal haben die mich getötet. Aber jetzt hat die Wasserpriesterin weg. Ich wollte schon Wasserschlampe sagen, aber sowas sagt man ja nicht. So, wenn die auf mich zukommen, erstmal schön Damage mach. Damage! So. Erstmal buffen, buffen. So, gleich mal Heilung auftun. Rüstung zerreißen. Und dann Druck da. Sport. Sport, Sport, Sport. Und der Sport hält nur eine Runde lang. Das heißt, er greift mich nur eine Runde lang an. Und dann muss ich ihn wieder spotten. Aber das kostet nur 5 Mana und ich habe 102 Mana. Das heißt, als Tank kann ich ziemlich oft spotten im Kampf. So, Mana-Trank. So, ich zerreiße schon mal den seine Rüstung. Genau. Dann mache ich noch den fertig. Den spotte ich schon mal. Dann buffe ich wieder Nahkampf und Steinrüstung. Und da sehen wir die Erfahrungspunkte. Wenn die Leiste voll ist, dann haben wir wieder ein Level up. So, Heiltwank. Spotten. Hat er den Spot aber leider abgewehrt. Das letzte Mal habe ich ihn nicht geschafft. Aber da sind auch alle auf einmal gekommen. Dann raste ich jetzt mal. Speicher. Da hinten steht nämlich, glaube ich, noch ein Klingenmeister. Ja, doch nicht. Ach, da brauche ich einen Schlüssel, um die Truhe zu öffnen. Das ist natürlich doof. Sonst ist da nichts mehr. Naja, dann mal dahinter. Da ist jetzt wirklich ein Klingenmeister und... Ja, da bin ich jetzt mal auch gestorben. Da ist ein Hebel, den habe ich schon gedrückt. Ja, da ist der Klingenmeister da rechts. So. Genau, erst einfach mal Damage drauf. Was ich jetzt mache, ich hau nicht ein so schnell wie möglich runter, sondern ich hau die gleichzeitig runter, dass dann der Klingenmeister allein ist. Weil wenn ich jetzt einen runter hau, dann kommt der Klingenmeister dazu. Das wäre sonst ein wenig zu heavy für mich. Deswegen beide gleichzeitig down bekommen, wenn möglich. So, den Tenetus will ich natürlich auch zerweisen. Erstmal ein Schild. Spotten, der wehrt immer ab.
So, jetzt nur nicht unvorsichtig wäre, weil wenn man zu unvorsichtig wird, dann ist man ganz schnell tot. So, der ist fast tot, deswegen mache ich jetzt mal auf den Schaden. Hau ich wieder mein Schild raus. Dann nochmal Feuer buffen und dann nimmst du in der nächsten Runde den großen Heiltrank. Du nimmst mal einen kleinen Mana-Trank, meine ich. Mana. So. Und nochmal Steinhaut. Okay, jetzt haben wir die gleich down. Okay, jetzt kommt der Klingenmeister. Aber ich hoffe mal, dass ich den jetzt schaffe, weil er ja jetzt alleine steht. Kann ich den festwurzeln? Ja. Oh, super, ich kann ihn festwurzeln. Ich hätte gedacht, der ist wahrscheinlich immun, aber... Ich wurzel ihn jetzt jede Runde fest, dann kann er mich nicht angreifen. Hahaha. Also so kann man sich das Leben schon ein wenig einfacher machen. Oh, jetzt hat er widerstanden, das Wurzeln. Das heißt, jetzt kommt er. Naka Kriegsfürst. So, du hast keinen Mana mehr, dann bekommst du einen kleinen Mana-Trank. Ein großer wäre Verschwendung für den, weil der hat ja nicht ganz so viele Mana-Punkte. Der hat zum Beispiel 102 und der hat 255. So, Rüstung. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich hau lieber mal noch ein Schild raus. Jawohl. Phew. Also, cool. Cool. Stufe 2 Dungeon. Ist da vielleicht noch Schaufel? Ja, Gold. Oh, geil. Gold. Ja. Ich raste jetzt und dann spiele ich da gleich weiter. Ohne euch. 2-9 angespielt. Ich freue mich schon, dass ich jetzt weiterkomme. Oh, goldener Schlüssel. Vielleicht können wir noch die Truhe da hinten öffnen. Will ich euch natürlich noch nicht vorenthalten. Ja, also mir macht das Spiel voll Spaß. Vor allem, man stirbt halt öfters mal, aber wenn man dann weiterkommt, dann freut man sich richtig. Nicht so wie bei anderen Spielen, wo man nie stirbt, immer weiterkommt, ist immer so totlangweilig. Oh, Rüstung, Rüstung, die muss ich dann bei einem Händler identifizieren und dann kann ich gucken, was das ist. Und Gold, Gold. Oh oh. It was a trap. Ja, ich kämpfe mich dann aus der Falle raus. Danke fürs Zuschauen und wenn euch sowas gefällt, kauft es euch. Wenn es euch nicht gefällt, kauft es euch nicht. Muss halt jeder für sich selber wissen. Ich zock dann weiter. Danke fürs Zuschauen und goodbye.